Moin bei Calumet. In unserer Fotografie-Basics-Reihe geht es um die wichtigsten Grundlagen für Fotografie-Neulinge. Wenn du schon eine Kamera hast und dich kurz und knapp mit ihren wichtigsten Funktionen vertraut machen willst, bist du hier genau richtig. In der ersten Folge geht es um Akkus und Speicherkarten, denn ohne die geht gar nichts. Um loszulegen, brauchst du zuallererst einen aufgeladenen Akku und eine Speicherkarte. Aber zunächst zum Akku. System- und Spiegelreflexkameras nutzen in der Regel Lithium-Ionen-Akkus. Ein Akku ist im Lieferumfang der Kamera dabei. Eine Ladestation ist manchmal enthalten. Viele Akkus lassen sich aber auch direkt in der Kamera aufladen. Die Speicherkapazität wird in Milliampere-Stunden angegeben. Je höher die Milliampere-Zahl, desto mehr Ladung kann der Akku aufnehmen. Die Akkulaufzeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Temperaturschwankungen können die Laufzeit deines Akkus beeinflussen. Und auch herstellerseitig können sich die Akkulaufzeiten unterscheiden. Videoaufnahmen ziehen viel Energie und ein häufiger Einsatz des Autofokus verringert die Akkulaufzeit zusätzlich. Dein Display spielt natürlich auch eine Rolle. Fotografierst du durch den Sucher, verbraucht dein Akku weniger Energie. Am besten ist es, immer mindestens einen vollen Ersatzakku dabei zu haben. Verwende am besten nur Akkus deines Kameraherstellers oder Akkus hochwertiger Drittanbieter. Gewöhn dir am besten auch an, nach deinen Fototouren die Akkus direkt aufzuladen. Denn es ist einfach praktischer, wenn du spontan sein willst und direkt mit vollen Akkus losziehen kannst. Digitalkameras speichern alle Aufnahmen auf Speicherkarten. Es gibt sie mit unterschiedlichen Datenkapazitäten und Schreibgeschwindigkeiten. Ältere Spiegelreflexkameras nutzen Kompaktflashkarten mit einer maximalen Speicherkapazität von 512 GB. Aktuellere DSLMs und DSLRs nutzen SD-Karten vom Typ SDHC mit Datenkapazitäten von bis zu 32 GB oder SDXC-Karten, die bis zu 1 TB speichern können. Aktuellere Profikameras unterstützen zudem die besonders schnellen CF-Express-Karten. Einige Kameras haben 2 Kartenslots, mit denen du entweder simultan aufzeichnen kannst, um eine Sicherheitskopie zu erstellen, deine Speicherkapazität erhöhen kannst oder Foto und Video auf verschiedenen Karten speichern kannst. Bei einigen Modellen kannst du angeben, dass automatisch auf die zweite Karte gespeichert wird, sobald die erste Karte beschrieben ist. Je mehr Speicher, desto teurer die Karte. Für deine ersten fotografischen Gehversuche muss es nicht gleich die schnellste Speicherkarte mit dem größten Speichervolumen sein. Mit einer 24-Megapixel-Kamera kannst du zum Beispiel auf einer 64-GB-Karte 1200 Bilder im RAW-Format oder ca. 4300 Fotos als JPEG speichern. Im Filmmodus ist die Aufnahmedauer von deinen Videoeinstellungen abhängig. Hier lohnt es sich, direkt in eine leistungsstärkere SD-Karte zu investieren. Eine Stunde 4K-Video verbraucht ca. 45 GB Speicher. Eine Stunde Full-HD hingegen ca. 23 GB. Hast du also große Filmambitionen, nimm am besten eine SD-Karte mit 128 oder mehr GB. Auf den weit verbreiteten SD-Karten stehen jede Menge Ziffern und Symbole. Wichtig ist die Kennzeichnung UHS-1 bzw. UHS-2. Sie gibt dir an, wie schnell deine Karte die Daten verarbeitet. Die UHS-Schnittstelle ist auf der Vorderseite mit römischen Ziffern gekennzeichnet. UHS-1-Karten haben 9, UHS-2-Karten 17 Kontakte auf der Rückseite. Vereinfacht lässt sich sagen, dass mehr Kontakte für schnellere Übertragungen sorgen. Mit UHS-1-Karten sind bis zu 104 MB die Sekunde möglich, was für die meisten Anwendungen und für Kameraneulinge in der Regel ausreicht. Für Videoaufnahmen in 4K oder höher oder für ein Feuerwerk an Serienbildern brauchst du eine UHS-2-Karte, die dir Übertragungsraten von bis zu 312 MB die Sekunde ermöglicht. Ob deine Kamera UHS-2 unterstützt, kannst du der Website deines Herstellers oder deinem User-Manual entnehmen. Einige Hersteller geben die Schreib- und Lesegeschwindigkeit separat an. Die Schreibgeschwindigkeit ist der wichtigere Wert. Das kleine V beschreibt die Videogeschwindigkeit in Megabyte pro Sekunde. Für 4K-Auflösung sollte die SD-Karte mindestens V30 haben. Auf einigen Speichermedien findest du noch diese C- und U-Symbole, die ebenfalls Geschwindigkeitsklassen sind. Diese Werte kannst du aber ignorieren, da bereits eine UHS-1-Karte mit mindestens 50 MB die Sekunde überträgt. SD-Karten können schnell verloren oder kaputt gehen. Bewahre sie daher immer in einem Schutzcase auf. Speicherkarte ist drin, Akku ist voll, die Grundausstattung steht. Doch wie geht's jetzt weiter? Beim nächsten Mal stellen wir dir die verschiedenen Kameramodi vor.
Um das neue Video nicht zu verpassen, abonnier doch am besten unseren Kanal. Über ein Like freuen wir uns natürlich auch. Wenn ihr weitere Fragen habt, sprecht uns einfach gerne an. Also stay tuned und bis zum nächsten Mal bei Calumet.